Was geht ab, YouTube? Mein Name ist 2.6 und wir schauen heute mal in den Blue Post von Wowhead, denn vor 49 Minuten gab es Patch Notes und zwar betreffend des Season Starts am 11. September für EU. Und das Ganze startet hier mit einer kleinen Übersicht. Da wollen wir mal schauen, was es hier so an interessanten Sachen zu entdecken gibt. Also, 11. September, Start von Raid in Normal, Heroic und LFR, der erste Flügel. Dann Mythic Difficulties in Dungeon, also M0 quasi. Denn Delves kriegen wir jetzt eine Stufe mehr. Das heißt, hier steht Tiers 4 Plus unlocked. Bis jetzt war das ja auf 3 gecapped. Ich denke mal, man kann dann auf jeden Fall höher. Hier steht aber nichts davon, dass man irgendwie auf die Maximalstufe, ich glaube 12 ist das, hoch kann. Das werden wir uns dann aber nochmal angucken. PvP, New Arena and Battleground Season, Rated Battleground Solo Queue. Am 18. September, dann geht's los in den World First Raid Grind. Dann gibt es nämlich die Raids auf Mythic, Story Mode, also dieses quasi Szenario in die Raids gehen, und LFR Wing 2. Und die M-Plus-Season beginnt. Das heißt, ab 2 geht es dann aufwärts. Great Vault Opens, das heißt wöchentliche Belohnung. Kisten, die aus Raids, Delves und Mythic Plus kriegt, sind da. PvP wurde da ja rausgecancelt. Wir sollen als Ersatz eine Weekly Quest kriegen, wo wir dann am Ende mit einer Waffe belohnt werden. Dann am 25. September gehen wir in den Raid. LFR Wing 3 öffnet dann. Mythic Plus. The War Within Season 1 brings new dungeons to the Mythic Plus Rotation. Also in der ersten Season. Arakara, City of Echoes, City of Threads, The Stone Vault, The Dawnbreaker. Das sind die ersten 4 Dungeons aus der aktuellen Expansion. Und dann gibt es dann immer noch diese Time Walk, sage ich mal, beziehungsweise die alten aufpolierten Dungeons aus alten Expansions. Da haben wir Mists of Turner Scythe aus Shadowlands, The Necrotic Wake, Siege of Boralus, Grim Batoll, Cataclysm. Das wird Season 1 von Mythic Plus. Ich denke mal, diese Season werde ich mir das auch mal angucken. Ich bin ja sonst immer eher straight Richtung PvP. Aber Mythic Plus ist doch eigentlich eine ganz coole Geschichte. So, Seasonal Rewards. Keystone Explorer, complete a Mythic Plus Dungeon within the time limit during the war within Season 1. Also Einsteigertitel quasi. Keystone Conqueror, The Tempered, so ist der Titel dann. Attain a Mythic Plus Rating of at least 2000 during the war within Season 1. Keystone Master, Mount Reward, Diamond Suit, Attain. Also hier bin ich mir nicht sicher, ob irgendwie die Zahlen nicht vielleicht doch ein bisschen verkehrt sind, ob da ein Tippfehler drin ist, weil irgendwie, dass man die beiden Erfolge kriegt, sobald man ein Rio von 2000 hat, erscheint mir ein bisschen merkwürdig, aber kann ja gut sein. Keystone Hero, wieder 2500, ich glaube, das war letzte Season genauso. Okay, The Tempered und End the Season, one with a Mythic Plus Rating in the top of 0.1% of all player in your region, and Tempered Hero Title. The season brings a new PvP ladder, increased item level gear, fresh rewards, a new weapon illusion, tabard, cloak, pennant and more. Jetzt kommt was, was neu ist, und zwar die Waffenillusion. Die gab es vorher erst ab 2.1 im PvP, die gibt es jetzt schon ab 1950 und 2100 gibt nochmal ein Prestige Cloak. Wie der aussieht, werden wir dann sehen. Ich gehe natürlich, wenn die Händler dann live gehen, am 11. September gucken wir uns dann nochmal alles an, was es da so zu holen gibt. Auch die, ich hoffe natürlich, dass es dann auch wieder einen Händler geben wird, wo man dann mit dem Elite-Titel sich dann nochmal Transmog holen kann. Das gab es in den letzten Seasons auch. Bloody Tokens and War Mode Gear. Bloody Tokens are now obtainable and can be used to purchase War Mode Gear. Das war immer so, bevor man sich halt Crafted PvP Gear geholt hat, waren die Items von Bloody Tokens so die Möglichkeit, halt die Items, die es von Conquest nicht mit deinen besten Slot-Stats gab, auszutauschen. Die haben normalerweise irgendwie so 3 bis 6 Gear-Score weniger als das Conquest-Gear, hatte dafür aber dann die richtigen Werte, die du für deine Klasse brauchtest. Mal schauen, ob das diesmal immer noch irgendwie Sinn macht. PvP-Mounts. Vicious Skyflayer, earned as part of Forged
Combatant. Das ist wieder wahrscheinlich das Mount, was man unten rechts im Symbol bzw. in der Übersicht von dem wo man PvP anmelden kann übers Tool, was man wieder voll machen kann. Man braucht dafür ein Rating von 1000 und dann earnt man dann halt Ehre, um das ganze Ding voll zu knallen. Dann haben wir hier Gladiators Fellbed. Das wird hier das erste Gladi-Mount sein. Weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich wieder Drachen reiten können, also ist ja von auszugehen. Aber ist jetzt nicht so meins, muss ich sagen. Klar, natürlich ist Prestige, Gladimount ist immer irgendwie geil, egal wie hässlich man das vielleicht finden mag, aber allein der Besitz eines Gladiator-Mounts, das ist schon immer irgendwie ein Hingucker. Muss aber sagen, so die Fledermaus ist es für mich nicht unbedingt. Titles earned based on PvP-Rating. Also ihr kriegt Kämpfer ab Rang 1000, Herausforderer ab 1400, Rivale 1800, Duelist 2100. Das bleibt alles gleich. Ab 2400 kriegt ihr Elite. 50 Wins über dem Rang Elite 3 gegen 3 gibt euch Gladiator, 100 Rated Solo-Shuffle auf dem Rang Elite, also quasi das Äquivalent zu Gladiator, gibt euch Legend und 0,1% wieder die Rank 1 Titels Forged Legend und Forged Gladiator. So, Battleground Blitz, Title Rewards und jetzt kommen wir zu dem, was wir noch nicht wissen. Stratege, win 25 Rated Battleground Blitz Matches at Elite Rank during War Within Season 1, Forged Warlord und Forged Marshal. Und kommen wir zu guter Letzt zu Delves. Here's a list of seasonal rewards for your efforts and Delves that you will want to obtain before the start of Season 2. Defeat Zekvir in his lair before the release of the next season of Delves. Add this appearance to your Warband Collection. Können wir uns auch nochmal einmal angucken. Dann gibt es hier so einen Cloak mit so, ja, so, sieht aus wie so ein, ja, ich wollte schon sagen fast Schild, aber so ein Umhang mit Hörnern. Was gibt's noch? Defeat Zekvir in his lair. On Tier 5, before release of the next season of Delves, reward Ascension Breaker title. Let me solo him, defeat, bla bla bla. Without any players in your party, also wenn man das Ganze solo macht und dann kriegt man hier eine Transformation. Und zwar für, was ist denn das hier? Okay, das heißt, man kriegt ja dieses Mount aus den Delves, was man so ein bisschen umändern kann. Funktioniert ungefähr wie die Drachen aus Dragonflight, dass man da die Appearance ein bisschen ändern kann. Wie das am Ende aussieht, werden wir dann sehen. So, das sind die News, die heute reingekommen sind, nach dem Server-Shutdown, den wir heute Nacht hatten. Und ich bin gespannt. Paar Tage noch, dann geht's los. Season-Start und dann geht der Grind richtig rein ins PvP und M+-Dungeons. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Markig da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Peace.